Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 historisch. So, beziehungsweise historisches Gameplay. So, letztes Mal ist uns aufgefallen, dass wir ein Jahr zu spät sind, die Hälfte von Spanien einzunehmen. Das war, weil wir ziemlich kurz vor Abgabe, sage ich mal, aufgehalten wurden durch einen Bürgerkrieg und oder Bürgerkrieg. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Sezession. Nee, ich kann es echt nicht aussprechen. Und dann sind die Arena auch von hier gekommen und ja, und die haben das Klientelkönigtum gebrochen und mir Krieg erklärt und haben mir halt hier angegriffen und ach, das war echt nervig. Aber ja, das werden wir schon noch hinbekommen. Gut, genau, das gehört jetzt wieder uns. Die nächste große Sache ist Makedonien besiegen. Das wird nochmal sehr krass. Also 166 wurde Makedonien angegriffen. Bis 166 müssen wir Illyria einnehmen und dann bis 149 müssen wir Makedonien komplett besiegt haben. Also das ist schon mal eine krasse Ansage. Also wir haben jetzt noch, warte, 73, wir haben jetzt noch 7 Runden, um das da einzunehmen und Apollonia anzugreifen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Wir werden hier mit unserer dritten Legion, nee, fünfter Legion ist es, werden wir jetzt nach Patavium hochgehen und dann hier in Iada einmarschieren. Dann mit der ersten Legion und der ersten und dritten, genau, die zweite Legion ist ja in Spanien, werden wir Apollonia angreifen. Und die fünfte Legion. Ha. Oder vielleicht werde ich mit der dritten Legion auch hier auch landen und dann geht das Ganze hier schneller. Und mit der vierten Legion werde ich dann hier aufpassen, damit hier die keine Dummheiten machen. Hier habe ich eigentlich soweit alles gemacht. Die bleiben erstmal da. Ja, wunderbar. Genau, der Kilo, den, da muss ich noch schauen, ob ich da nicht ja, bald meinen Erben einsetzen kann. Hier drüben habe ich halt keinen anderen. Also drüben habe ich ja, in Spanien habe ich ja nur zwei Legionen. Mein ehrbarer Herr heißt mich. Ja, das ist schön. Vor allem die bieten mir Hilfe bei einem Volk an, die sie nie. Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Und wir lieben Gold. Ja, ihr liebt Gold, ja, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, wann greife ich euch an? Hm. Das dauert noch. Das dauert noch gut 100 Jahre. Gut 100 Jahre, bis ich Provinzia erobere. Ich glaube, ich mach das. Was? Zwischen Freunden? Was? Nein. Ich glaube, ich versuche das trotzdem, aber ich will nicht so viel zahlen. Weil es kann wirklich sein, dass der uns Krieg erklärt und der hat zwei, drei Fullstack-Armeen da oben. Und an sich wäre das kein Problem, aber wir haben einen Zeitplan. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und benötigen wir nicht. Dann können wir gerechte Worte wechseln. Wir fordern nur eine.
Ein einfacher Tribut. Nein. Mehr. Wieso ein Tribut? Wieso? Großzügig. Wieso soll ich denen Tribut zahlen? Die sollen mir Tribut. Ah, das ist sehr gut, dass die jetzt. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Weil ihr mir aus heiterem Himmel. Krieg erklärt hat. So, Invasion. Makedonien geht an Land. Familiengeschichte. Lucius Maecilius Arvina. Nach dem Tod eines Angehörigen schwört dieses Familienmitglied täglich zu beten und Morgenrituale durchzuführen, um ihn zu gedenken. Hingabe 2. Er ist gestorben. Oh. Oh. Hä? Er ist gestorben. Ach so, einfach so ein eines Angehörigen. Okay, ich dachte gerade wegen Familien Dings da Booms da. Ach ja, schau mal. Ich kann nicht bis hier unten gehen, aber bis zu dem kann ich nicht gehen, ne? So lächerlich, ich becher mich weg. Barkeeper auch raus. Okay, der ist wieder runtergegangen. Dann gehe ich mal mit der hier rauf. Dann kann der blöde Makedonier nirgendwo hin. Und mit der gehe ich dann hier hin. So, Fraktion Massageten. Okay, irgendwo im Osten. Haushalt erweitert sich. Erweitert. Verschleiß, genau. Die hat ja nämlich ein bisschen Probleme. Das mit den mit der Hygiene war ziemlich ein Problem. Mit der ganzen mit den ganzen Legionären, weil die auf engen Raum. Da will ich das nochmal versuchen mit den mit dem Verringern. Genau, auf engen Raum eben zusammen gewohnt haben. Und genau. Und das, deswegen war das mit der Hygiene so schwer oder so. Ja, so extrem wichtig, ne? Und das haben die. Oh, warte, ich mach stattdessen. Nee, da kann ich nur Ballisten bauen. Nee, das ist Quark. Ich stehe wirklich nicht auf Ballisten. An sich brauche ich das nicht. Also ich kämpfe sehr gerne ohne Ballisten. Weil das dann immer ein bisschen. Ja, anspruchsvoller ist, weil Ballisten machen halt extrem Damage und solange man die verteidigt ist, gewinnt man meistens. So. Gut, also hier ist eine Fullstack, ja. Sperrinfanterie, Pikiniere. Zum Glück nur eine Einheit Pikiniere. Hopliten. Ja. So. Die könnten jetzt eigentlich schon anfangen. Aber so schnell mache ich das dann doch nicht. So schnell will ich das dann doch nicht. Und das Blöde ist, wenn ich hier zu Wasser gehe, der da kommen auf jeden Fall dahin. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Ich warte auf die Flotte unten in Syrakus. Ja,
5 Runden ist eigentlich schon ziemlich knapp. Aber hier sind halt 3, 4 Full-Stack-Armeen, ne? Das ist ein bisschen heftig. Hm. So, ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Weil Makedonien muss ich relativ schnell besiegen. Avena. Uiuiui. Jetzt gehen Avena aber ab. Uiuiui. Gut. Ja, bei den Spaniern hatten die Römer ja auch echt Probleme mit den Rebellen. Aber habe ich ja schon mal erzählt. Wirklich? Okay, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hier hingeht, dann bin ich aber wütend. Weil dann hätte er... Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an. Oder morgen das Schwert. Hm. Da weiß ich nicht, ob ich das annehmen soll. Ja. Mach ich, weil dann kann ich mich erstmal um die Avena kümmern. Entwicklungsfokus. Mit eurer Wachsfänger, bla bla bla, fertig eine zivile. Okay. Militärische Entwicklung. Plus 20 militärische Forschungsrate oder eben zivile. Ah, das ist blöd. Ich will schauen, was ich gerade forsche. Ich glaube, ich mache gerade Militär, ne? Agent wurde entdeckt. Schutz verfällt. Ah, verdammt. Wir machen gerade ab wann? Steht nicht da, oder? Fraktion Libyen. Was? Libyen? Wurde vernichtet? Junge. Das ist ja krass. Okay, Knossos. Athen hat nicht wirklich was gerissen jetzt. Nabatea ist auch riesig. Uiuiui, Nabatea ist hier. Wow. Da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. So, jetzt schauen wir mal kurz nach Spanien. Was mache ich da? Ich muss da landen. Super. Ich dachte, ich muss da jetzt, also landen. Also, was machen wir? Wir machen einen Pott, würde ich sagen. Mit dir. Genau, also der hat 2, 2, 3. Okay. Ja, du hast immer... Wieso hat... Hä? Der hatte doch gerade 1-1-1. Oder ist das schon wieder neu? Ach, ich komme da nicht mal zurecht. Da
Dann kannst du ja wieder da hochgehen. Du auch. Ey, die dritte Legion kann ja extrem weit laufen. Das ist ja wunderbar. Du bekommst sogar noch eine Fertigkeit. Motivieren und sammeln. Gravitas. Ja, naja. Oder was gibt's hier? Öffentliche Ordnung. Minus 10 Moral für alle feindlichen Einheiten. Das ist natürlich krass. Ein furchtsamer Ruf ist so stark wie 20 Armeen. Das ist natürlich wahr. Das ist natürlich wahr. Hm. 10% Moral für auf in die Schlacht. Angst ermöglicht Fähigkeit Angst und Einschüchterung. 12 Waffenschaden. 12 Geschossschaden. Und minus 30 Moral und Angst und Einschüchterung. Das ist natürlich hui. Hier auch 12 Nahkampf und 12 Schüsse. 30 Moral. Auf in die Schlacht. Ja, ich mach mal das da. Weil ich ja motiviere lieber meine Einheiten als gegnerische zu ja, zu demoralisieren. Weil ja, mag ich halt lieber. So, Haushalt erweitert sich. Und zwar ziemlich gut. Nahkampfangriff für Infanterie mit Speeren. Bei, gegen hellenistische Fraktion. Okay. Habe ich noch was vergessen? Ich weiß es nicht. Ich muss wieder. Okay, hier ist niemand. Wo ist denn die ganzen Armeen hin? Also hier ist eine. Genau, aber da waren doch noch mehr. Okay, die ist wieder dahin. Okay, die macht sich mal hier bereit. Auch fürs Übersetzen. Du bist vollständig geheilt. Das ist natürlich super. Kommst du hier hin? Der kommt, glaube ich, dahin. Warte mal. Ah, mit denen kann ich nicht mehr laufen. Da sind zwei. Aber die eine ist in Gewaltmarsch, das heißt, das bringt der nichts. Gut, dann würde ich sagen. Ja, aber das machen wir nächste Runde. Das heißt, ich mache jetzt hier alles erstmal fertig. Und dann nächste Runde. Genau, die sind. Genau, die gehen außen rum. Und die gehen dann nach Apollonia. Genau, super. Was gehen mit dir? Das finde ich nicht so gut, dass ihr jetzt hier drei Flotten Richtung Syrakus fahren. Naja, okay. Das schauen wir dann mal. Ich glaube, das war's soweit. So, dann fangen wir mal. Ich erwarte eure Befehle. Oder machen wir das jetzt noch? Nee, das machen wir nächste Runde. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Runde werden wir mal schauen, ob wir diese zwei Pikten Legionen oder Armeen platt machen können mit einer von unserer. Ich glaube, wir können das sehr gut schaffen. Aber das ist natürlich so eine Frage, ne? Weil der hat 28 Einheiten und die sind auch Rüstungen der Stufe 2. Habe ich zwar auch, aber also nicht alle von mir. Hm.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich so gut gewinne. Aber das werden wir dann nächste Runde sehen. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Bye, bye. Sega.